Scheiße, Sie sind im Labor, Prophet. Sie müssen da rein, bevor Sie was finden. Ich zähle auf Sie, Mann. Defensivstellungen, er kommt hier entlang. An alle Einheiten, Sichtung von Prophet zu melden. Er ist auch hier. Machen Sie den Windkern fertig. Bestätige, er ist tot.
Okay, ich hab sie auf der Überwachungskamera. Da oben sind drei Mann. Erledigen Sie sie, bevor Sie was finden. Er hat es anscheinend eilig. Terminals hochfahren. Locker. Und alles kommt. Tarnfeld aktiviert. Mann, sieh dir das Zeug an. Terminal und hauen Sie ab, Prophet. Ein Hubschrauber ist in Ihre Richtung unterwegs. Beeilen Sie sich. Azur 1, Ihr Ziel ist im Labor im Lagerhaus. Erledigen Sie ihn. Verstanden, Sir.
Schütze ausgefallen. Wir sehen ab. Ich sende jetzt Koordinaten an den Anzug. Es ist nicht weit. Ich habe hier auch eine Mulde, veraltetes Crynet-Zeug, das ich bei meiner Kündigung mitgenommen habe. Nicht so leistungsstark wie das im Labor, aber es muss reichen. Treffen mit Nathan Gould. Thank you.
Es ist direkt hinter der Flutbarriere. Na los, Mann! Okay, gut, Sie sind da. Ich schicke Ihnen den Aufzug runter. Sie würden nicht glauben, was für eine Scheiße in den letzten 24 Stunden abgegangen ist. Barclays Männer gehen Uptown gerade unter. Und überall sonst wird Crynet zerlegt. Chaos, Mann! Prophet! Bin ich froh, dass Sie da sind. Die Warterei macht mich total nervös. Kommen Sie schnell rein! Und dann die Türen wieder zu! Die Scheiße, die Sie an der Absturzstelle absorbiert haben, hat die Systeme des Anzugs wie eine Flipperkugel zum Leuchten gebracht. Eindeutig viral, dieselbe Struktur wie Nanogewebe.
Hargreave muss verrückt sein, damit rumzuspielen, als wäre es Kevlar. Hier drüben. Habe eine Mulde aufgebaut. Genau wie die auf der Insel, nur nicht so leistungsstark. Wir werden sie mal durchchecken. So, ja. Tara Strickland, Mann. Tochter von, Sie wissen schon. Ganz schön üble Scheiße, was? Und Hargreave? Na, wer weiß schon, was bei dem im Kopf vorgeht. Verbindung eingerichtet. Bitte warten. Systeme online. Initialisierung abgeschlossen. Speicherzugriff. Nanoprotokolle aktiviert. Seltsam. Premiersystem. Warten Sie. Sie sind nicht Prophet. Was ist das? Wer sind Sie? Hat Hargreave Sie geschickt und... Gut. Das ist alles, was ich tun kann. Sie sind alles, was ich tun kann. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Gott, ich kann nicht mehr. Ich bin kein knallharter Special Ops, wie Sie, die Prophet, war. Ich bin ein Verschwörungsfanatiker, Herrgott. Gott verdammt! Prophet hätte uns rausbringen sollen. Die Marines wollten uns holen. Und jetzt? Wissen die was über Kopffüße? Blöde Frage, was? Natürlich nicht. Wollen sie die Version für Anfänger? Was uns da draußen in den Arsch tritt, sind Tintenfische. Haben Sie sich je gefragt, was die Azteken und Inkas dachten, als sie zum ersten Mal die Pocken gesehen haben? Ich meine, Sie haben die Spuren doch gesehen. Und das, was Sie tun. Prophet hat immer gesagt, er hätte eine Lösung dafür. Scan abgeschlossen. Das ist unmöglich. Unkalibrierte Nano- das muss heißen, dass... Alien-Gewebevektor. Okay. 21%. Dieser Anzug, er besteht aus einem halborganischen Nanogewebe, das sich selbst repariert und ist ein Patent der Hargreave Rash Corporation. Ja, der Hargreave. Er hat das Ding entwickelt. Prophet war Special Ops. Hargreave hat ihn für den Anzug rekrutiert, aber er ist desertiert. Er kam zurück, war nicht mehr ganz bei sich. Und dann... Sehen Sie das? Virale Subroutine in den tieferen Schichten des Anzugs, wie ein lebender Code. Und er, ich weiß nicht, als würde er sich selbst neu schreiben, um etwas Neues unterzubringen. Vielleicht eine neue Datensammlung? Meine Vermutung? Was Sie da sehen, ist die Biokodierung für einen Impfstoff. Gegen die Spore. Wir müssen dieses Zeug dekodieren. Hier kann ich das nicht machen. Ich habe die Rechenleistung nicht. Ich müsste... Gott verdammt, der einzige Ort in New York, wo das ginge, ist Hargreaves Labor auf Roosevelt Island. Das Prism.
Und das ist meilenweit Uptown. Es wäre Selbstmord, da jetzt hinzugehen, wo doch überall Scheiße! Scharfschützen! Scheiße! Ich versiegle die Türen und nehme dann den Notausgang. Sie gehen raus und halten sie auf. Raus hier! Los! Falscher Alarm. Ah! Ich hab Bewegung. Was kannst du primieren? Feindbeschuss! Oh, Scheiße! Lager tot! Da ist er! Oh. Mann am Boden! Ah. Volle Deckung! Verdammt! Oh. Ich habe vorhin den Funk von Cell abgehört. Die wollten sie zu einem Gefechtsstand in der Wall Street bringen. Ich kenne den Ort. Es gibt dort mit Sicherheit eine Nano-Shoot-Mulde mit Tiefenscan-Funktion. Wir müssen uns die tieferen Schichten ihres Anzugs mal ansehen. Es ist sicher gut abgeriegelt. Aber unter der Straße gibt es einen Notfall-Evakuierungstunnel. Geben Sie sich zur Wall Street-Kirche. Dort kommt der Tunnel raus. Gehen Sie über die Dächer, das ist sicherer. Ich nehme einen anderen Weg. Wir treffen uns dort.